Freunde, wir sind hier vorne soweit mit der Technik. Wir haben es geschafft. Jetzt darf ich euch die nächste Rednerin ankündigen, hier in der Straße zum Ölhafen, zum Thema Neckarunterquerung. Ich darf euch präsentieren, die Bettina. Hallo Bettina, schön, dass du hier bist. Ja, hallo liebe Teilnehmer der Laufdemo. Ich sehe euch zwar nicht, ich sehe ein Meer von Schirmen, sieht auch schön aus, obwohl ich eigentlich Sonnenschein bestellt hatte. Mir auch. Irgendjemand hat nicht auf mich gehört. Ja, wir stehen hier an einem wahrhaft historischen Fleckchen Erde. Genau hier soll in Kürze mit der Ausführung eines bahnbrechenden Bauwerks begonnen werden. Der Neckarunterquerung für Stuttgart 21. Wie wir alle wissen, das schwere Gerät ist schon angeliefert und eine Horde Maulwürfe ist in Stuttgart eingefallen, begierig dieses Werk in Angriff zu nehmen. Doch was macht diese Neckarunterfahrung so bahnbrechend? Es handelt sich nicht einfach um einen gewöhnlichen Tunnel. Genau unter dem Neckar, an der vergleichsweise kritischsten Stelle, muss nämlich ein Kreuzungsbauwerk entstehen. Die konfliktfreie Ausschleifung in den Abstellbahnhof und die Pforte zum als so leistungsfähig proklamierten Ringverkehr, der laut Bahn und deren sogenannten Experten das Geheimnis des großen Leistungssprungs für den Stuttgarter Tiefbahnhof bilden soll. Man unterfährt also den Neckar nicht einfach, man unterfährt ihn gleich doppelstöckig. Die minimale Überdeckung der Tunnelfürste beträgt dabei gerade noch zwischen ca. 8 und 17 Meter. Insbesondere im Bereich Wangen, Uferstraße, Ulmerstraße sollen dazu mehrere Störzonen unterfahren werden, in deren Bereich das Gebirge gemäß den Gutachten der DB stark entfestigt sind. Also, stark entfestigt klingt ja schon irgendwie kurios. Die vergleichsweise unverfestigten Neckarablagerungen also in Verbindung mit knapp unterfahrenen Gebäuden sind voraussagbar für Überraschungen gut und dürften für erhebliche Mehrkosten sorgen. Das kennen wir ja schon auch von anderen Bereichen dieses tollen Projekts. Allerdings ist damit keinesfalls gesichert, dass alle gesichert angerichteten Schäden auch ohne weiteres vollständig zu reparieren sind. Als gefährdet dürfte neben zahlreichen Gebäuden im Lindenschulviertel da hinten vor allem das Inselhallenbad gelten, ebenso das Württemberg-Gymnasium. Beide Gebäude sollen von jeweils zwei Röhren, also jeweils zwei Röhren, schräg zur Gebäudesubstanz und in unterschiedlichen Tiefen unterfahren werden. Das Inselkraftwerk da drüben wird zwar nicht unmittelbar unterfahren, doch birgt es eine Besonderheit. Es ist nämlich nur teilweise in die Beweissicherung aufgenommen, also die Zone, in der die Bahn für Schäden aufkommen will. Das eigentliche Kraftwerk mit den Turbinen bleibt außen vor. Wenn man bedenkt, dass eine zur Stromerzeugung geeignete Turbine eine Maschine von höchster Präzision darstellt, dann kann man sich vorstellen, dass bereits minimalste Setzungen im Untergrund erhebliche Schäden verursachen können. Es ist unverständlich, dass sich der Betreiber damit zufrieden gibt. Eine wichtige Frage ist immer, ist das Mineralwasser gefährdet? Aus dem Kommunikationsbüro klingen dann immer Worte wie, das Mineralwasser ist sicher oder unsere Maßnahmen werden so behutsam durchgeführt, dass Eingriffe in das Mineralwasser minimiert werden können. Wir alle kennen diese Aussprüche zur Genüge. In einer wissenschaftlichen Veröffentlichung aus dem Jahr 2009 wird über Mineralwasserbohrungen in Esslingen beim Merkelschen Bad berichtet. Man hatte eine Quelle erbohrt, die unter derart hohem Druck stand, dass erste Ausflussversuche Ergiebigkeiten von nahezu 150 Litern pro Sekunde zeigten.
vergleichsweise kurzer Zeit kam dann allerdings ein böser Anruf aus Bad Cannstatt, dass sich dort ein Rückgang der Ergiebigkeit bei den Mineralquellen ereignete. Heute darf man im Märkischen Bad deshalb nur noch 2 Liter pro Sekunde Mineralwasser fördern. Also obwohl Esslingen nicht mehr in der Heilquellenschutzzone Bad Cannstatt liegt, wird die zulässige Entnahmemenge so begrenzt, als ob sich die Schutzzone über Esslingen hinaus erstreckte. Dieser 2009 gemachte Abflussversuch belegt auf eindrucksvolle Weise die Verbindung der Mineralwasserbohrung in Esslingen mit den Cannstatter Quellen. Vermutlich fließt hier ein beträchtlicher Anteil des Mineralwassers der Cannstatter Bucht zu. Wir halten es für unwahrscheinlich, dass das Mineralwasser bereit ist, zum Nutzen von Stuttgart 21 im Bereich der Neckarunterquerung einen Umweg zu machen. Das dachte ich mir jetzt auch beinahe, dass euch das auch so geht. Doch das Amt für Umweltschutz, das beharrt auf seiner Modellvorstellung, das Cannstatter Mineralwasser stamme zum größten Teil aus dem Raum Böblingen und fließe unter der Stadt dem Cannstatter Becken zu. Jetzt hat dieser Regen mein Manuskript weich gemacht. Also nach den eindrucksvollen Bohrergebnissen in Esslingen halten wir diese Aussage vom Amt für Umweltschutz wissenschaftlich für höchst umstritten. Eine zweifelsfreie Klärung des Sachverhalts wäre vor Beginn jeglicher Maßnahmen unbedingt erforderlich. Das hat ja schließlich maßgebende Auswirkungen auf die Richtigkeit der zugrunde gelegten Modelle. Also, ist jetzt das Mineralwasser sicher? Wir wissen es eben gerade nicht. Denn obwohl der mineralwasserführende obere Muschelkalk hier an dieser Stelle mit 80 Meter Tiefe vordergründig sehr sicher erscheint, will man dennoch um ca. 50 Meter unterhalb des Mineralwasserdruckspiegels bauen. Im mittleren Schlossgarten zum Vergleich plant man nur bis 14 Meter unter Mineralwasserdruckspiegel. Und die geologischen Karten weisen mehrere Zonen auf, die in der Legende als porös gekennzeichnet sind. Sollten sich in geringer Tiefe also Wasserwegsamkeiten befinden und sollten die in Verbindung mit dem Muschelkalk stehen, dann wären Mineralwasseraustritte unter hohem Druck nicht auszuschließen. Und jetzt stellt man sich das vor, das Ganze wäre dann in einer Tunnelbaustelle. Es könnte also sein, dass die hier geplante Neckarunterquerung für das Mineralwasseraufkommen noch viel riskanter ist als die Talquerung im Bahnhof in Stuttgart-Mitte. Und dann sind da noch die Notflutungsöffnungen der Tunnel. Haben Sie sicherlich auch schon alle gehört. An dieser Stelle ist spätestens der Punkt erreicht, wo uns Außenstehende und Befürworter regelmäßig für verrückt erklären, wenn wir ihnen davon erzählen, denn das glauben sie schlicht und ergreifend nicht. Und die Befürworter halten dann das Projekt hinterher immer noch für genauso gut oder sogar noch für besser. Verrückt sind immer nur die Kritiker. Die Notöffnungsflutungen dienen dazu, zu großen Auftrieb der Tunnel zu vermeiden, sollte der Hochwasserstand einmal zu sehr klettern. Dann würde nämlich der Tunnel aufschwimmen wie ein Ozeanriese. Und um das zu verhindern, muss man bei einem bestimmten Hochwasserschutz einfach Wasser in die Tunnel reinlaufen lassen. Die Folge ist dann die Unterbrechung des Bahnverkehrs in Stuttgart wegen Hochwasser. Da wird es dann heißen, sehr geehrte Fahrgäste, wegen Überflutung der Bahnstrecke in Stuttgart-Untertürkheim muss unser Zug leider heute in Esslingen enden. Die Durchbindung nach Karlsruhe entfällt. Bitte weichen Sie bis Stuttgart auf die S-Bahn aus und informieren Sie sich in Stuttgart Hauptbahnhof über Ihre weiteren Fahrtmöglichkeiten. Und wenn das Hochwasser dann vorbei ist, dann pumpt man das Wasser einfach wieder raus und dann fängt das Großreinemachen an. Muss man hierzu noch mehr sagen? Eigentlich nein.
Ja, so war eigentlich bisher unser Kenntnisstand. Doch vor kurzem bei einer Infoveranstaltung der DB erklärte einer der Experten, warum die Notflutungsöffnungen wirklich da sind. Weil man sie nämlich eigentlich gar nicht braucht. Denn ein solches Hochwasser, das ein Fluten des Tunnels notwendig macht, gibt es nur alle 1000 Jahre. Ja, bei solchen Aussagen, da denke ich dann immer dran, dass ein Super-GAU bei Atomkraftwerken ja nur circa alle 30.000 Jahre stattfindet. Zwei davon habe ich bereits erlebt. Bin ich wirklich schon so alt? Ja, und wozu das alles? Das Eisenbahnbundesamt wird nicht müde zu betonen, bei Stuttgart 21 handle es sich um ein Vorhaben von herausragender verkehrlicher Bedeutung. Und deswegen sind ja Maßnahmen wie der Teilabriss herausragender Kulturdenkmäler genehmigungsfähig. Tja, irgendwann muss jeder mal Opfer bringen. Durch unermüdliche Forschungen nach den Tatsachen, durch beharrliches Studium von Gutachten und Unterlagen wissen wir heute allerdings, dass die herausragende verkehrliche Bedeutung von Stuttgart 21 in eine andere Richtung geht, als das, was die Vorhabenträger immer sagen. Der achtgleisige Bahnhof ist unterdimensioniert und nicht zukunftssicher bemessen. Der Abstellbahnhof hier in Untertürkheim ist auch unterdimensioniert und für die Anforderungen nicht hinreichend, sodass man jetzt bereits im Umland zusätzliche Abstellkapazitäten bauen muss, zum Beispiel in Ulm, in Tübingen oder in Heilbronn. War das das Schlusszeichen? Die Durchfahrt im Abstellbahnhof ist eingleisig mit Gegenrichtungsbetrieb, also genauso unterdimensioniert wie der gesamte Rest. Neulich äußerte sich wieder einmal der kompetenteste Repräsentant des Kommunikationsbüros auf der hauseigenen Informationsbeglückungsseite auf eine Anfrage nach den Wendemöglichkeiten des in Stuttgart endenden TGW wie folgt. Es gäbe drei Möglichkeiten, den TGW zurückfahren zu lassen. Die direkte Zugwende am Bahnsteig, die Wende im Abstellbahnhof und schließlich könne man den TGW ja auch über Untertürkheim und die Schusterbahn wieder auf die Neubaustrecke Richtung Mannheim leiten. Tja, so viel Fantasie. Leider hat dieser wunderbar kompetente Mensch ein paar kleine, zugegeben unbedeutende Punkte zu erwähnen vergessen. Abgesehen davon, dass ein Führerraumwechsel beim TGW aufgrund der ellenlangen Checkliste bis zu einer Viertelstunde dauern kann, gibt es im geplanten Tiefbahnhöfle ja nur zwei Gleise, die einen Fahrtrichtungswechsel überhaupt theoretisch ermöglichen. Von einer notwendigen Bremsprobe und davon, dass diese aufgrund der vom Eisenbahnbundesamt erteilten Ausnahmegenehmigung für das Gleisgefälle im Regelbetrieb nicht zulässig ist, scheint auch niemand was zu wissen. Aufgrund der mangelnden Bahnhofskapazität erscheint es ohnehin aberwitzig, dass vom Kommunikationsbüro ein Vorschlag kommt, der eine Bahnsteigkante netto um die 20 Minuten blockiert. Das kann man höchstens im Kopfbahnhof leisten, der Tiefbahnhof kann das nicht. Die Idee mit der Fahrt über die Schusterbahn, die hat allerdings was an sich. Denn damit wären Stuttgart-Ebitzweg und Zatzenhausen endlich an das internationale Hochgeschwindigkeitsnetz angeschlossen. Die Fahrt über diese Strecke ist mit vielen Steigungen, engen Kurven und daher mit vielen Geschwindigkeitseinschränkungen verbunden. Der Vergleich mit der Geislinger Steige drängt sich auf, obwohl diese im Ganzen steiler ist. Die Wende am Abstellbahnhof erscheint als einziges sinnvoll. Doch dies bedeutet zweimal Trassengebühr für die Abstellfahrt, zweimal die Stationsgebühr für Stuttgart, einmal zusätzliche Gebühr für den Abstellbahnhof. Weiß das die staatliche französische Eisenbahn bereits? Mal sehen, wie lange die das mitmachen. Der nüchterne Betrachter kommt leicht zu folgendem Schluss.
Stuttgart 21 ist ein sündhaft teures Großprojekt, unterdimensioniert, unflexibel, leistungsschwach und mit enormen Risiken für Naturschätze, Kulturgüter und Steuerzahler verbunden. Die fachliche Diskussion hat sich schon längst verselbstständigt und ist in ein tiefliegendes Niveau abgetaucht, das bereits jenseits des Erdmittelpunkts zu suchen gilt. Wir brauchen Stuttgart 21 nicht. Wir haben bereits heute eine Infrastruktur, die heute und in der Vergangenheit bereits mehr Leistung gezeigt hat, als Stuttgart 21 jemals wird zeigen können. Lassen Sie uns in diesem Sinne oben auf der Erde bleiben und lassen Sie sich von mir verabschieden mit den Worten des Schriftstellers Oscar Wilde. Am Ende wird alles gut. Und wenn es noch nicht gut ist, dann ist es noch nicht das Ende. Oben bleiben. Ja, vielen Dank Bettina von den Ingenieuren 22 für den Kopfbahnhof. Geballte Informationen, super Beitrag, vielen Dank dafür.